Guten Abend, Leute. Ich möchte Ihnen erzählen über eine wahre Geschichte, die ich selber jetzt erlebe. Da sind zwei Plakate mit meiner Familie, mit zwei Kindern und meinem Mann. Ich möchte keine Verschwörungstheorie gegen Österreich machen, aber soziale Friede von guter Mutter werden hier kaputt durch Jugendamt Wien gemacht. Es wird über Integration von politischen Parteien gesprochen, aber meine Rechte als Staatsbürgerin, österreichische Staatsbürgerin, nicht österreichische Abstammung, werden völlig verletzt. Mein neugeborenes Kind Alexander wurde mir gleich nach der Geburt am 30. Juli heuer weggenommen vom Jugendamt. Ohne richterlichen Beschluss und ohne Beweise, ohne mich zu informieren. Seitdem darf ich meinen Sohn nur einmal im Monat sehen. Ich habe Jugendamt gefragt, mit welchem Recht machen Sie das? Warum nehmen Sie mir mein Kind gleich nach der Geburt weg? Es gibt ein Recht als Mutter und das Recht für Kind, dass das Kind, dass das Mutter das Kind stillen darf und das Kind darf bei der Mutter bleiben mindestens 3 bis 6 Monate. Ich möchte sagen, ich bin nicht kriminell, ich bin nicht eine Alkoholikerin und keine Drogensüchtige. Ich bin auch nicht vorbestraft in Österreich. Ich bin vom Beruf Kindergartenassistentin und ich habe in einem Privatkindergarten gearbeitet. Mir wurde einfach das Recht als Mutter und Recht meiner Familie vom Jugendamt in Wien gestohlen. Ich habe bis jetzt 4 Demonstrationen gemacht. Ich möchte noch sagen, ich habe noch einen Sohn, Jonas. Er ist 8 Jahre und er wurde mir im 6. Lebensjahr vom Jugendamt mit Gewaltpolizei von zu Hause weggenommen. Aufgrund einer falschen Denunzierung. Eine psychisch kranke Person hat mich angezeigt und hat was behauptet, was nicht die Wahrheit übereinstimmt. Ich habe dem Jugendamt und Gericht bewiesen, dass da mir das Recht große Unrecht macht und ich habe diese Anschuldigungen nicht die Wahrheit entsprechen. Und ich habe trotzdem mein Kind nicht zurückbekommen. Mein Kind wurde im Krisenzentrum und im Kinderheim gebracht. Mein Sohn Jonas sagte immer, Mama, ich habe Heimweh, ich will zu Hause. Warum darf ich nicht mehr zu Hause kommen? Warum hat mich die Polizei weggenommen? Ich werde hier diskriminiert, weil ich aus dem Medien bin. Liebe Leute, mir wurden 2 Kinder weggenommen, das zweite gleich nach dem Geburt. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich finde keine Ansprache hier als rumänische Abstammung. Meine Verwandte und meine Leute und meine Bekannte und Nachbarn haben die Demonstration angekündigt und mit mir mitgemacht. Man kann es sehen auch in Facebook unter meinem Namen, Mario Arasidl. Ich habe, mein zweiter Sohn Alexander wurde mir auch freigenommen und Jugendamt hat es Pflegeeltern gegeben, ja. Ich habe nichts gemacht gegen niemanden hier in Österreich. Ich bin eine gute Mutter, ja. Für Jonas war ich eine sehr gute Mutter. Jonas hat einen privaten Kindergarten, wo er regelmäßig im Kindergarten war. Er hat einen Vater, der ihn sehr liebt, ja. Und Jugendamt hat uns die Familie zerstört, hat uns die Kinder weggenommen. Ich bin schon 40 Jahre und ich will meine Kinder zurück, ja? Ich habe auch die rumänische Botschaft informiert, auch die rumänische Fernseher. Ich war auch im rumänischen Fernseher am 20. August. Und eine Delegation ist zu mir zu Hause gekommen und hat gesagt, was Sie machen, haben Ihre Rechte verletzt. Sie stellen Ihre Rechte, ja? Ich brauche Ihre Hilfe, Mitbürger, ja? Ich habe hier die Staatsbürgerschaft, aber meine Rechte als Staatsbürgerin werden ignoriert, werden mir nicht zur Verfügung gestellt. Meine Neugeborene wurde mir gleich nach der Geburt weggenommen. Das ist schrecklich für eine Mutter, dass ein Kind auf die Welt bringt und das Kind weggenommen wird. Danke. Dankeschön. Ja, ich war im rumänischen Fernsehen und ich habe auch 2 Zeitungen informiert in Wien. Die Österreich und die Heute. Heute war auch bei mir zu Hause und hat einen kurzen Bericht darüber geschrieben, gleich nach dem Wegnahme des Kindes, der Alexander. Und Österreich sagte, wir haben Zensur von der politischen Partei, wir dürfen über ihren Fall nicht schreiben. Es wurde uns so gesagt. Und jetzt stehe ich da alleine und ich kämpfe alleine mit meinen Verwandten und meinen Nachbarn und Freunden. Und deswegen wollte ich das in der Öffentlichkeit bringen. Was Jugendamt macht, das ist soziale Friedensstörung. Dass hier zusammen Völker nicht zusammenleben können.
dass mir meine Kinder geraubt wurden. Das ist wie ein Überfall. Ich wurde gar nicht informiert. Jugendamt kommt in das Spital und nimmt mir mein Neugeborenes weg. Wo sind meine Rechte als Mutter? Meine Rechte als Mutter? Meine Rechte als Frau? Wo sind die internationalen Rechte, die das Parlament über die EU spricht, ja? Dass die Kinder dürfen bei der Familie bleiben, Recht auf Familienleben, Artikel 8. Diese wurde mir nicht gewährt in Österreich. Jugendamt entmächtigt uns, nimmt uns die Kinder weg. Bitte, liebe Leute, das ist die Wahrheit. Ich habe 50 Beweise, Kindergarten, ärztliche Atteste vom Kind, dass der Kind nicht misshandelt wurde oder nichts. Dass der Kind normale gesundes Kindes war und der Kind leidet. Mein Sohn Jonas ist in Pinkafeld im Kinderdorf. Niemand darf meinen Sohn dort besuchen. Weder ich, weder meine Verwandte, weder meine Nachbarn, weder die Freunde oder die Patenfamilie von Graz. Es gibt eine Patentante. Möchte Jonas dort besuchen? Der Jugendamt sagt nein. Niemand darf das Kind dort besuchen. Warum? Nur weil die Mutter Rumänin ist und der Vater Albaner ist? Nur deswegen, weil sie Migranten sind. Deswegen haben wir diese Rechte nicht als die anderen, als die als die Österreicher, als die Engländer. Ich sehe hier eine Diskriminierung. Jugendamt schreibt auf eine Protokoll vom Gericht, Frau Siedler, rumänische Staatsbürgerin. Ja, ich bin vom Herkunft Rumänien, ja, aber ich habe hier die Staatsbürgerschaft und diese Rechte als Staatsbürgerin werden nicht anerkannt, liebe Leute. Ich brauche Ihre. Ja, Jugendamt nimmt uns die Kinder und ghettosiert die Kinder in Heime. Ich darf mein Kind nicht in Pinkafeld sehen, nur hier in Wien. Warum? Warum nur einmal im Monat? Die Rechte für Kinder und für Mütter dürfen verkehren mit den Eltern und mit den Kindern. Ich darf nochmal meine Kinder laut Kinderrechte und Menschenrechte, meine Kinder regelmäßig sehen. Und Jugendamt sagt nur einmal im Monat. Und Alexander weiß nicht, wo er ist, bei Pflegeeltern, Krisenpflegeeltern. Meine Kinder wurden gestohlen, einfach Leute. Das ist die Wahrheit. Das ist die bittere Wahrheit. Ich brauche Ihre Unterstützung. Ja, danke. Bleib noch kurz, bitte. Ich glaube, das hat uns alle auch jetzt sehr mitgenommen. Ich glaube, einige haben mich jetzt schon gefragt, wie kann man dich finden, wie kann man dich unterstützen? Also wie kann man dich kontaktieren oder wo findet man dich? Ich habe eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und eine Wohnadresse in Wien. Ich habe eigene Wohnung hier, für die ich Miete bezahle. Meine Telefonnummer ist, soll ich es sagen, oder? Vielleicht eine Mailadresse wäre am einfachsten. Das ist kleine Martha, kleine Emil, kleine Richard, Y, 37 als Ziffer, @3 ausgeschrieben.at. Mary37@3.at. Das ist meine E-Mail-Adresse. Genau, also wir werden auch, danke. Wir werden die E-Mail-Adresse auch auf unserer Facebook-Seite posten, ja, damit die Leute das auch sehen. In Facebook habe ich das Protest gegen Jugendamt und die Fotos. Die Name vom Protest ist Marihuana Siedl. Mario, ein Ara dazu und Siedl, die Nachname, Siedl. Bitte schauen Sie in Facebook und es gibt auch eigene Seite von diesen Protesten und Fotos, darüber zu sprechen. In Facebook, danke. Danke. Ja. Wir haben jetzt noch ein paar Kommentare zu diesem Thema. Ganz kurz. Nein. Achso. Also ihr müsst. Okay. Du wolltest noch was sagen zu dem Thema. Ich spreche jetzt in meiner Funktion als Sprecher des Opferschutzvereins Opferoffensive. Also ich kann das alles nur bestätigen. In Österreich gibt es einen Kinderhandel, in dem die Behörden oder Teile der Behörden verstrickt sind und es passiert schon seit Jahrzehnten so. Das ist allen Verantwortlichen nachweislich bekannt. Ja? In Österreich ist es nicht sicher, Kinder zu bekommen, denn es werden zum Teil konstruierte Gründe geschaffen, um Gefahr im Verzug zu simulieren und Eltern ungerechtfertigterweise wegen Lappalien die Kinder zu entziehen. Diese Kinder kommen dann in Einrichtungen, Krisenzentren etc.
Es ist sehr viel Geld im Umlauf, es geht bis zu Monatszahlungen, die das Jugendamt leistet, bis zu 6.000 Euro im Monat zahlen sie an eine Vertragseinrichtung. Und diese Vertragseinrichtungen gehören entweder der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche oder der Gemeinde Wien in irgendeiner Form, der Kinderfreunde oder irgendwelche Sachen. Und die bekommen sehr viel Geld für die Kinder. Ja? Und wenn die kennen, dann holen sie sich das Geld von den Eltern. Und meistens sind das irgendwelche Scheidungsgeschichten und es trifft auch welche, die sind gerade in einer persönlichen Krise und denen werden dann nur die Kinder weggenommen. Und das ist nicht nur bei Ausländern so, das ist auch bei Inländern so. Und das ganze Problem mit der Heimerziehung zeigt auf das hin. Es gibt jetzt mittlerweile ein paar Berichte schon von Kommissionen, Endberichte. Ihr solltet euch das anschauen, ist im Internet nicht einsehbar. Es gibt Literatur dazu von Betroffenen, von Wissenschaftlern. Es ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Also das sind Strukturen, sind weiter geschehen, die zum Teil auch von den Nationalsozialisten verwendet wurden, weil das Jugendamt ist ein Produkt der Nationalsozialisten, die haben das eingeführt, um schon die Jugend im Sinne ihrer Ideologie zu leiten. Und das Gleiche wird jetzt auch gemacht. Und da wird auch eine Ideologie geleitet. Und sie wollen eigentlich die Kinder erziehen, alle Kinder erziehen und die Kinder von den Eltern entfremden und in staatlicher Obhut wollen sie ihnen ein Programm installieren offensichtlich. Ja? Und zwar ein dienendes Programm. Sie wollen uns zu Hörigen machen und es passieren da kriminelle Machenschaften, weil da werden viele Kinder auch noch dazu sexuell stimuliert und dann sexuell ausgebeutet. Ja? Und das ist immer schon stattgefunden in den Einrichtungen der katholischen Kirchen, diversen Internaten unterschiedlichster Orden, beziehungsweise in den Kinderheimen in Wien. Also Fakt ist, das passiert hier in Wien. Der Bürgermeister Häupl ist seit vielen Jahrzehnten davon informiert. Häupl hat in einem Interview, das er für Radio Orange gemacht hat, zugegeben, dass er schon als Student informiert war über die Zustände in den Wiener Kinderheimen. Und er war dann in der Stadtregierung über 20 Jahre und er hat nichts unternommen, obwohl es Berichte gegeben hat, interne Berichte, Untersuchungen. Es haben sich Leute zu Wort gemeldet, auch Wissenschaftler, auch Ärzte und so weiter. Das haben sie aber anonymisiert, das haben sie unterdrückt, diese Sache. Sie haben ein paar Einrichtungen ein bisschen entschärft und zugesperrt, aber im Endeffekt ist nichts passiert und das geht bis zum heutigen Tag. Und diese Kommissionen sagen, das war irgendwann einmal in grauer Zeit und ist ein Relikt des Krieges, aber leider muss ich sagen, das stimmt nicht, das passiert heute noch, weil es wurde nie abgestellt. Und dieser Kinderhandel, der passiert und es wissen sehr viele, es wissen alle, die da intensiver beteiligt sind, ob das Behörden sind oder ob das Politik ist oder ob man das selbst erlebt hat. Nämlich sehr viele haben das nämlich selbst erlebt oder sie kennen jemanden, der das erlebt hat. Und darum ist das also ein sensibler Bereich, weil die Leute wollen diese Wunden nicht aufreißen. Aber das ist ein großes Problem und wir müssen diesen Eltern helfen, weil die komplett verzweifelt sind. Und wir müssen uns vorstellen, im Bierreich, keine Mutter würde sich das Kind entziehen lassen. Keine Mutter! Das ist das Ärgste, was es gibt. Und so schlimm kann es gar nicht sein. Ja. Und deswegen, wir wollen, dass das friedlich gelöst wird, aber das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann, ist die Trennung von ihrem Kind. Und diesen Frauen müssen wir helfen, diesen Männern müssen wir helfen, weil es sind genauso für Männer. Und die müssen wir unterstützen und denen tut es gut, wenn sie andere Kinder sehen. Einerseits sind sie traurig, andererseits spürt es die Energie. Ja. Und in diesem Sinne, wir sind alle gefordert, unseren Beitrag zu leisten und es ist leider so. Danke. Danke, Herbert. Ja, das wollte ich auch nochmal kurz anmerken, dass es eben auch viele, viele Väter gibt, die sicher sehr darunter leiden. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, hier ist einer. Genau, ja. Es ist halt so, wir bekommen, dieses Thema ist einfach immer wieder präsent. Es ist immer wieder präsent. Warum? Eben wie du das richtig gesagt hast, das bricht immer wieder mal so raus. Ne? Es sind immer wieder Betroffene, die sich melden. Es sind immer wieder mal ein kleines Skandelchen hier, ein kleines Skandelchen da, das irgendwie so ein bisschen publik wird, sagen wir es mal so. Es ist halt immer wieder präsent, leider Gottes glaube ich, weil es eben immer so ein bisschen präsent ist, dass schon so eine Abstumpfung stattgefunden hat. Dass man irgendwie weiß, man was. Also ich glaube, dass es im Kinderheim lustig ist, glauben die wenigsten. Ich glaube, das wissen alle irgendwie. Aber es hat irgendwie so eine Abstumpfung stattgefunden und irgendwie hat die Gesellschaft das bis zu einem gewissen Grad akzeptiert, absurderweise. Und deswegen finde ich es immer wieder gut, danke. Für die Applaus bitte, für solche Meldungen, das ist wichtig. Danke.